sind das CBS Reporter-Team und wir finden heute zusammen heraus, wie die CBS zu ihrem Namen gekommen ist. Als ich 1988 hierher kam, ist schon länger her, hatte die Schule noch keinen Namen, sondern hieß nur Gesamtschule mit Grundschule Emstal. Damals gab es auch noch kein Bad Emstal. Und die Kolleginnen und Kollegen haben irgendwann gesagt, Schulleiter Holstein, du bist jetzt neu hier, sorg bitte mal dafür, dass wir einen Schulnamen bekommen. Dann sind wir jahrelang auf die Reise gegangen, auf die Suche gegangen und haben versucht, einen geeigneten Namenspartner oder eine Patin zu finden und wollten eigentlich 1996, als die Schule 20 Jahre alt wurde, da haben wir entsprechend gefeiert, eine Schulnamensgebung durchführen. Wir haben uns aber auf dem Wege bis dahin heillos zerstritten, weil es sich Namen gab, die geeignet oder ungeeignet waren. Geschwister Scholl, Bertha von Suttner, Landgraf Philipp, Marie Curie war dann zum Schluss der Favorit. Jedenfalls der lange Rede, kurzer Sinn. Im Umfeld der 96er Feierlichkeiten haben wir gesagt, es ist kein Name, weiterhin mehrheitsfähig. Und ich habe den ganzen Kram gepackt und habe den Schreibtisch in die unterste Schublade geschoben, ganz unten hin. Und habe gesagt, da bleibt er liegen, bis ich pensioniert werde. Gesagt, getan. Am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien 1997 kam mein Kollege Harald Neubauer zu mir und sagte, weißt du eigentlich, wer gestorben ist? Sag ich, nö. Christine Brückner, namhafte Schriftstellerin in Waldeck, geboren in Kassel gelebt, ist vor wenigen Wochen vor Weihnachten gestorben. Da ging es los. Und in einer relativ kurzen Zeit ist es uns gelungen, alle Gremien, Schülerrat, Gesamtkonferenz, Elternvertreter, so eine Schulnamensgebung muss der Schulträger, der Landkreis beschließen mit seinem Parlament. Und wir haben es geschafft, dass bereits im Mai 97 der Kreistag einstimmig beschlossen hat, die Gesamtschule umzubenennen in Christine-Brückner-Schule, wie sie heute noch heißt. Und die offizielle Namensgebungsfeier war dann im Oktober 97. Im Laufe des Jahres 97 waren Schüler bei Lesungen, Vorführungen, Ausstellungen intensiv beteiligt. Wir haben dann sogar Projektwochen durchgeführt, später noch. Ich weiß, eine Projektwoche hieß mal Lesen macht Spaß, wo dann Christine Brückner und Otto Heinrich Kühner, ihr Mann, nachdem hier auch danach ja noch die Straße benannt worden war, beteiligt waren. Und die Schüler waren in den gesamten Prozess eingebunden. Christine Brückner ist in Waldeck, also unmittelbar hier in der Nähe in Schmillinghausen geboren. Dort lebte ihre Familie. Und sie ist dann nach den Wirren des Zweiten Weltkrieges irgendwann in Kassel gelandet und hat dort gelebt. Und sie waren ja auch sehr bekannt in der Region, denn mit ihrem Mann zusammen haben sie ja den Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor gestiftet und ins Leben gerufen. Und in diesen ganzen Komplex waren wir auch mit eingebunden. Denn der Otto Fecke hier aus Breitenbach hatte sie im Herbst 96, als kurz bevor ihr Mann starb, das sollte nämlich eine Lesung irgendwie in der Emstaler Höhe sein, gefragt, hören Sie mal, Frau Brückner, die Emstaler suchen dauernd einen Schulnamen, das könnten Sie doch eigentlich herhalten für. Hat sie wohl nur gesagt, ach, da muss man doch schon lange tot sein. Drei Monate später ist sie gestorben. Im Oktober starb ihr Mann an einem Hirntumor. Und drei Monate später starb sie an der gleichen Krankheit. Das muss ein sehr interessantes Paar gewesen sein. Die Frau Sauer erzählte immer, wenn die Frau Brückner in den Raum trat, veränderte sich die Stimmung zum Positiven. Hat sie immer erzählt.